Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich spiele heute wieder Craftopia und ich habe offscreen ein bisschen was gemacht, wie man dort sieht. Ich habe hier eine riesen fette Schweinehorde. Aus dem einfachen Grund, weil ich ja Kacke brauchte. Und da hatte ich hier drinne diese zwei Breeding Facilities. Und ja, habe die sich mal vermehren lassen. Hab dann nach und nach die Scheiße eingesammelt für den Stagewechsel. Hier hatte ich Holz und Stein drinne, weil ich, wie man hier sieht, Steinschwerter hab machen lassen. Für das Picture Book. Ihr seht, 50 habe ich schon abgegeben und ja, nach 50 hat sich die Zahl geändert auf 100. Ob ich das weitermache, keine Ahnung. Wir werden heute auf jeden Fall erstmal einen Stagewechsel vornehmen. Ich habe auch noch ein bisschen was verkauft, wie man ja am Gold sieht. Ich habe jetzt mittlerweile auch genug Kacke zusammen für den Stagewechsel, beziehungsweise ich habe das alles schon soweit umgeändert. Das haben wir nämlich alles hier drinne. So, dann, wo haben wir denn das Schwarzpulver? Da ist es. So, da müssen wir genau auf 50 Stück kommen. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal dieses Wasser hier verkaufen lassen, ne? Denn wir müssen ja noch die 5000 Gold mit dem Wasser machen. Und da können wir das auch gleich verkaufen. So. Bumm, ja. Ansonsten, die Schafe hier hinten, die habe ich komplett weggemacht, weil das lohnt sich nicht mehr. So, jetzt wollen wir mal oben rechts in der Ecke gucken, wie es aussieht, wie viel Gold wir denn schon mit Wasser verdient haben. Wow. Wurde nicht... Ach doch, da wurde es gerade angezeigt. Oh, ich habe es nicht gesehen. Mission. Hier. 3058 Gold. Das ist... Ja, viel. Da fehlt nicht mehr viel, bis wir da sind. So, wir haben auch wieder ein Skill Point. Die waren hier. Einen haben wir. Na, den lassen wir mal noch offen. Und jetzt geht's ab hier. Ich will die nächste Stage. Ich will den Panzer. So. Und ab ins Zeitalter des Feuers. Lol. 10.000 Gold? Ernsthaft? 10.000 Gold? 10 Millionen? Holy shit. Ja. Ja, gut. Ich hätte gern alles. Danke. So, jetzt haben wir schon mal 5,7 Millionen. Jetzt fehlt uns noch ein bisschen was. Holy shit. Da wird mir nichts anderes übrig bleiben, als hier ein bisschen was zu verkaufen. Das und das wird verkauft. Das wird verkauft. Die Lanze verkaufe ich jetzt auch. Natürlich den Hammer. Das, das. Ich werde hier alles verkaufen, bis auf meine Ersatzklinge. Die Äxte wollte ich eigentlich nicht verkaufen. Dafür verkaufe ich aber das hier und das hier. Den Bogen können wir noch verkaufen. 1400 bloß, aber weg damit. Ja komm, das Lichtschwert können wir auch verkaufen. Holy shit, da habe ich ja gar nicht dran gedacht.
dass das ja auch noch Geld kostet. Hier kriegen wir 284.000. Hier 279.000. Oh, da fehlt noch ein bisschen was. Ah ja, komm, scheiß drauf. Das finde ich eh alles wieder neu. hier hinten haben wir doch bestimmt noch Essen, was wir verkaufen können. Wer sagt's denn? Können wir gleich das nächste herstellen? So, es müssen immer zwei Slots frei sein. Keine Ahnung, warum das so gehandhabt ist. So, hier können wir auch wieder was herstellen. Ja, wir müssen jetzt auf die Schnelle Gold machen. Nee, das nicht. Wie viel würde mir hier so ein Ingot bringen? 6.000 bloß. Diamant nur 2.000. Alles klar. Palladium möchte ich nicht verkaufen. Gold würde noch ein bisschen was bringen. Na, das würde nicht wirklich viel bringen. Ich hau erstmal das andere Zeug hier alles rein. Das. Die Kacke hebt man auf. Ja. Ja, jetzt geht's ans Verkaufen. Das kann erst einmal alles hier raus. Baugedöns kommt hier rein. So. Die Monumente werde ich auch verkaufen. Die bringen ja ordentlich was. Die Kacke kann erst einmal hier hinten rein. So, Essen haben wir ja auch natürlich auch noch ein bisschen was. Das können wir auch noch verkaufen. Ja, komm weg damit. So, das hier und das bleibt. So, wie viel haben wir jetzt? 6,5 Millionen. Hier kriegen wir 60.000. Hier gibt es nochmal 156.000. Hier gibt es 46.000, 134.000. Das reicht aber hinten und vorne nicht. Das bringt alles... Okay. Das bringt alles nicht wirklich was. Ja, dann müssen wir doch mal gucken. Die bringen 5.000. Die auch. Ja, was machen wir jetzt? Wir müssen ja noch eine Quest abschließen und ich habe das Lichtschwert vergessen zu verkaufen. Lol. Komm, das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Für was ist dieser Bernstein gut? Das frage ich mich heute noch. Was bringt mir so eine Batterie? 200. Das wären 20.000 für 100 Stück. Boah, könnte man sich überlegen. Hier haben wir auch noch Wolle, die können wir auch noch verkaufen. Na das nicht. Ja. Da hauen wir hier noch was mit rein. Okay,
Okay, hier haben wir schon 237.000. Und alles voll. Ich werde einen neuen Marktplatz brauchen. Der eine ist ja leider Gottes verbrannt. Wo haben wir die Dinger? Da. Stein, 10 Stück. Kriege ich hin. So. Wir machen mal 2 Stück. Sicher, sicher. 10 Millionen für diesen Stage-Exit. Das ist ganz schön... ja... teuer. Das brauche ich erst einmal nicht. So. So. Das da rein. Das und das. Immer wieder bei 69.000. Gut. Dann warten wir jetzt, bis das verkauft ist. Und in der Zeit setzen wir einfach mal einen Mob. Ja. In Brand. Ist halt noch eine Quest. Das ist die 4. Hat das jetzt gezählt? Ne, hat nicht gezählt. Wow, weil die One-Shot war. Wow. Das heißt, ich muss noch ein paar Brandpfeile herstellen. Wie stellt man die her? Charcoal und Wooden Arrow. Ach, das ist doch easy. So, ich frage mich immer noch, für was die Kohle benötigt wird. Wooden Arrow. 10 Stück. Hier ist gleich alles verkauft. Ich weiß halt nicht, wie wir auf die Schnelle an das Gold kommen sollen. Ohne die Base verlassen zu müssen, natürlich. Craften. Hier habe ich Eisenpfeile. So, gut. Feuerpfeile. Einmal den Bogen. Ja, das Vieh rennt weg. Nice. Wow. Jo, und Quest abgeschlossen. Ja, der Baum brennt. So, ach so, genau, wir müssen noch einen Baum fällen. So, und die nächste Quest abgeschlossen. Da hatte ich nämlich schon mal vorgearbeitet. So, 7 Millionen haben wir jetzt. Obtain 1000 Stones. Wie viel haben wir denn davon schon kaputt gemacht? Oh ja, das kriegen wir auch noch hin nachher. Das ist halt jetzt Kacke. Zehn Mille, wie kriege ich die auf die Schnelle zusammen? Stopp. Wir machen es ganz einfach. Was an Waffen bringt denn am meisten Geld? 4.000, 3.000, 4.000, 8.000, 14.000 Platinum. Okay. Wir haben ja ein bisschen was. Und zwar insgesamt 260 Stück. Oh, das müsste doch was geben an Schwertern.
Dann werden wir jetzt ein paar Platin-Schwerter herstellen und die dann verkaufen. Und den Schwein geht's immer noch gut. So, Autocraft. Das da. Ist das jetzt drinne? Ja. So. Gut, die Schwerter werden hergestellt. Das hier war alles für den Stagewechsel. Ach so, warum ich hier so viel Zahnräder und Bio-Dingsbumsöl drin habe, ist, weil ich noch ein paar Maps aufdecken möchte später. Beziehungsweise können wir jetzt machen, bis die Schwerter durchgeradert sind. So. Ja, da sind wir auf jeden Fall am Ende angekommen. Ich will mich hoch in die Ecke arbeiten. Nein, es fehlt Öl. Beschiss. Das feiere ich jetzt überhaupt nicht. Verkauft wurde alles. Ja. Hallo. Dann bauen wir dich halt wieder hier hin. Ist ja nicht das Problem. Los, ernte ab. Alter. Jetzt renne ich natürlich immer dagegen. Okay, wir sehen's. Die Schwerter stecken sich schon da drin, ne? So, einmal alle rausnehmen. Ja. Ich glaube nicht, dass ich hinterherkomme mit Verkaufen. Ne? Was, schon fertig? Hier wird doch nichts mehr her. Lol, okay. Okay, also es sind 300.000 bei 3 Verkaufsständen. Das ist natürlich auch nicht wirklich viel. Eine Platin-Picke bringt nur 7, der Bogen bringt 15. Ja, der Bogen würde sogar ein bisschen mehr bringen. Ach Mann. Sowas würde mir auch nicht wirklich viel bringen. Das auch nicht. Ja, no. Alter, 99 von je. Ach du Scheiße. Das wäre aber eine Menge Geld, was da rauskommt. Gott, Gott, Gott. Das ist nicht gerade wenig, was die hier verlangen. Ja, kurz was futtern hier.
Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass, ja, das so teuer ist, da hinten sich Kacke auf der Wiese liegen. Ja. Wird trotzdem eingesammelt. Auch wenn wir die nicht mehr benötigen werden, ne? Das ist jetzt natürlich wortwörtlich scheiße. 10 Mille? Oh, nicht gerade wenig. Hier habe ich glaube nichts mehr drin. Ne, habe ich schon alles leer gemacht. Da wird noch Essen durchgebraten. Ja gut. Hier dürfte ich halt auch nichts drin haben, was gut Geld bringt. Nee. Leider Gottes nicht. Der Käse? Nee. Bringt alles nicht viel. Diamanten kann ich noch nicht durchbrennen. Okay. So. Okay, dann werde ich jetzt die Folge hier beenden. Ich werde versuchen, bis zur nächsten Folge die 10 Millionen Gold zusammenzukriegen. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.